Hey Leute, das hier ist das erste Let's Play von Yu-Gi-Oh! Ich hier mit meinem Kumpel Leon. Wir zocken jetzt hier. Mein Name ist Cameron Diaz. Ich bin hier. Guten Aussehen. Ja. Er ist unsere sexy Bitch hier am Start und ich nehme jetzt einfach mal das hier. Ja. Hab ich gefickt. Naja, die ersten werden die letzten sein. Das sagt ja schon ein altes Sprichwort. Richtig, deswegen habe ich dich anfangen lassen. Ja. So. Wenn wir hier gleich die Vernichter-Taktik fahren. Oh, ich sehe es auch jetzt schon, Alter. Der Spieler ist schon wieder voll defensiv. Ach, so muss man spielen, ne? Denn Angriff ist die schlechteste Verteidigung. Das aktivieren wir erstmal das hier. Was ist denn das hier? Das ist Yumi. Ah, also, Yami ist das. Das ist das Poloch deiner Mama jetzt zu einer Zauberkarte gemacht, ja. Mhm. Oh, ja, dann können wir mal so voll episch die Battle Phase starten und dann so voll episch zur Endphase gehen. Das war super effektiv. Ja, ja, dann darf ich dir meinen Blizzard-Drachen vorstellen. Ja. Ja. Und dann natürlich, schön, dass ich ihn dir vorstellen konnte. Ich mag keinen Effekt, weil es tut mir leid, aber naja, gut. Naja. Nee, ist okay. Das machen wir mal wieder mystischer in Into the... Nein, ich hätte eigentlich die Zauberkarte zerstören sollen, ne? Naja, wen juckt's? Meine so. Und... Ballmaster. Aber schön, dass du Yami nicht zerstört hast. Das macht alle meine Monster stärker, die ich im Deck hab. Yami, Yami, Yami. Das scheint ja eine leckere Karte zu sein. Auf jeden Fall. Okay. Ja, wir spielen übrigens mit 10.000 Life Points, wie das nur die coolen Kids in der Stadt machen. Auf jeden Fall, und wir dürfen immer zwei Karten pro Runde ziehen. Weil eine Karte ist uns zu langweilig, wir leben gefährlich. Ja, und damit also, gehe ich erstmal mehr nicht, weil ich... Ich hab's ja eingestellt, ne? Ah, das klingt ja super. Ich wollte ja mal nicht böse sein. Ich aktiviere den Effekt von Typ. Das ist bei mir übrigens auf Englisch, du musst das schon erklären. Achso, ja. Wer mir auf das Land ist, den darf ich weglegen, um eine Spielfeldzauberkarte aus meinem Deck zu ziehen. Und jetzt sieht die Welt schon ganz anders aus, wie wir Fachmänner sagen. Weißt du, wo mein Land untergegangen ist? Weil es nichts konnte. Oh, und wieder einer dieser coolen Disses ist es so. Auf jeden Fall, also. Auf meinem YouTube-Kanal kommen nur schlechte Disse und schlechte Gameplays. Na, dann fangen wir mal an mit unserer strategisch wertvollen Abwehrumgehung. Scheiße. Die Party, die mögen wir nicht, weil die darf uns direkt angreifen. Ja, so muss das sein. Denn ein U-Boot kennt kein... Mein Lieblings-U-Boot ist ja die Titanic. Der war so schlecht, Alter. So, und nach diesem glorreichen Zug darf ich ihn auch wieder in Verteidigungsmodus setzen. Und als wäre das noch nicht genug, beende ich meinen Zug. Ist schon besser. ...2000 Verteidigungspunkte sind natürlich auch eine Hausnummer. Aha, hier. Aber was ein... Markus kann, das kann ein Leo schon lange. Oh, okay, das war jetzt mies. Okay, das hat mich jetzt echt sprachlos gemacht, muss ich sagen. Also war nicht schlecht, die Sache. Das war ein lange geplantes Manöver von mir. Aber ich weiß ja, das war's. Oh, was haben wir denn hier schon? Ich will den Flip aktivieren und gucken, was du da Schönes hast. Und bitte verhindern, dass du es benutzt. Kein Problem. Endphase. Ja, ja, bringt mir nichts anderes. Tja, also wenn du meine Karten siehst, meine verdeckten, hast da ziemlich Glück gehabt, dass ich das Ding weggehauen habe. Dass du das Ding weggehauen hast. Oh, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, wir können eine Doppelfolge machen. Wieder einer dieser gelungen. Aber Kollegos Muchachos hier zieht leider nur 800 Life Points. Weiß aber schon, so einen weiteren Angriff. Du
bist aber schon erst... Werde ich verknallt. Dein Spanisch ist aber total für den Arsch, ne? Ja. Me scusi, wie der Anja sagt. Das sagt ja gar kein Spanier. Oh, Verteidigungsmodus. Gewagt, gewagt. Ja, aber ich spiele defensiv, ne? Er macht dir dein, mein Cyberhai, ne? Der macht dir schon ganz schön Angst, glaube ich. Dein Cyberhai? Ach so, ja, stimmt, scheiße. Ich würde eigentlich, dass du angreifst, naja. Ja, schade. So blind und naiv bin ich schon lange nicht mehr. Ah, ja, ja. Weil ihr guckt ja meine ganze Verteidigung an, diese ganzen verdeckten Karten, sind alles böse Buben. Böse Buben. Ja. Namens. Oh, hier direkt angreifen, gerne. Ich sehe nämlich schon irgendwo diesen komischen Spiegel liegen. Nee, den Spiegel hab ich ja gar nicht entdeckt. Den fand ich ja doch zu OP. Also ich spiele ja oldschool, wirklich oldschool, also. Ja, oldschool. Man kann mal direkt in den Fuß. Das ist die Taktik. Man kann mein Deck ja mal googeln, das ist das Pegasus-Deck. Oh, ich habe zu viel Karten auf der Hand. Nur ja, dann legen wir dich mal. Ich habe so leicht modifiziert, sodass es auf höheren Kartenanzahl kam. Weil ich halt cool finde. Ja, ne? Ja. Das Pegasus-Deck mit dem allzu bekannten Hane-Hane. Oh, es ist der... Chico Backflip, bla bla bla, Monster. Ja, erklär mal, was die macht hier. After this card is flipped, tribute this during your standby phase. To destroy all monsters on your side to of the field. Make this and inflict right. Damage equal to the half total attack of the destroyed cards, excluding the monsters to opponent's life points. Ja, okay, super. Ja, dann mach mal hier. Ich weiß nicht, ob die Karte was bringt. Oh nein, die bringt was. Leck mich am Arsch. Oh nein, es ist... Oh, mein Spielfeldzauber. Ich glaube, die bringt mir sogar was, wenn ich die... hier drauf packe. Hm. Weil die müsste, sobald mein Flip kaputt geht, ja, dir Schaden machen. Und ja, damit, weil ich nicht mag, bringe ich jetzt das hier. Wave Motion Cannon. Die Karte... Hm. Diese Karte sammelt 1000 Punkte pro Spielzug an und ja, das werden wir gleich mal unterbinden. Ey, das war so ganz so ein Glück, dass du die Karte gezogen hast. Ein Leon kennt kein Glück. Ah, jetzt gebe ich mal einen Jan. Na, hier erstmal Papa auf den Spielfeind dran schicken. Ist das von Gallego der Vater oder was? Ich glaube sogar der Opa. Oh cool, die ganze Familie vertreten hier. Ja. Hm. Dudes, what's up, my... Ich rieche magische Zylinder. Bist du ganz sicher? Ja, und deswegen möchte ich die jetzt mal auslösen. Oh yeah, mach das mal. Ich meine, es sind ja nicht meine 2950 Punkte, ne? Und trotzdem habe ich mehr als du. Und mein, ich zitiere, Gugiga Gaga Gigo lebt immer noch. Ich weiß, aber es ist, war mir trotzdem wert. Hm, scheiße, ich hätte die hier mal spielen können, ne? Beliebiges Monster, Fallenkarte, aha. Oh, 500, das tut mir aber weh. Ja, das war jetzt ein guter Spielzug, fand ich. So, der war nicht schlecht, der hatte was. Also, so viel ich sehe, ist dein halbes Feld weg. Hat einen Grund. Ja, Schwester, ein sehr dickes Monster. Mhm. Du kennst ja noch meine Opfer, ne? Oh ja. So. Oh, was kannst du denn, Schnucki? Ach, praktisch. Ach. Hm. Sieht aber nicht sehr schön aus, ne? Das ist der Abgrundsoldat. Der heißt so, weil er deine Witze gehört hat. Oh, der war jetzt gut. Ah.
Leon hat ja schon mal jemand gesagt, dass seine... Nee, Jennifer Lopez hat ja schon mal jemand gesagt, dass seine Witze voll scheiße sind. Fresse. Darfst die Karte einfach zerstören? Auf die Hand, Schnucki, alles gut, okay, nicht wahr? Ich dachte schon. Auf meinem Friedhof siehst du übrigens den Papa Gogi Gaga Giguga. Ah, okay, okay. Ah, okay, das ist wirklich der Großvater. Hm. Ja, das ist ja die ganze Familie vertreten. Das ganze Testament. Können wir bestimmt wirklich eine dritte Folge drehen. Ach Quatsch, hier, jetzt haben wir dich schon auf 5000 Lebenspunkte runter. Jetzt kann es nur noch gut laufen. Ah, ich zieh einfach keine... Ein Lothar Matthäus verliert jetzt kein Spiel mehr. Ja, ja, ich verstehe. Ich krieg halt einfach keine guten Karten. Das ist einfach so. Ich weiß, du hast da was liegen und ich werde deswegen nicht mit Opa angreifen. Ein Steuerer ist Taktiker. Naja, nicht wirklich. Erstmal wollen wir das Spiel ein bisschen verlängern, ja. Oh, die haben Keto Meisterheiler. Ja, ein bisschen Energy muss ja hier auch schon gebracht werden. Da leckt er wieder die Ohrläppchen und dann geht's dir besser. An die Schnauze. Es sieht auch so aus wie ein richtig schwuler Kerl. Ohne Mist. Ich weiß. Oh, Schätzchen, lass mich dich ein bisschen eilen. Nee, hier ist wie so Pädophiler. Oh, Schatzi, kleines, komm mal her. Guck mal, ich hab was Nettes in der Hand. White Knight Dragon. Das ruft sich ja. Ja. Oh yeah. Oh nein, hoffentlich zerstört er nicht mein Guga Giga Gagugu. Bisschen verarschen. Ich kenne den Effekt von dem Drachenstorn. Welchen Effekt denn? Hast du mit Gagi Gigo angegriffen, also kannst du mich jetzt nicht angreifen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, Digga. Käferwitz, ne? So. Oh Gott, ist es schon wieder Montag. Hier ist der Flashback. Retro News mit Mr. Trashpack. Ja, der Name sagt schreit nichts bei den News. Ja. Ey, Digga, du bist... nicht... what? Ah ja, activate. Ja, geh mal her, ja. Jigga kommt rein wie durch eine Drehtür. Ich bin mobil, denn ich stehe für... Du hast meine Fallenkarte aktiviert. Spiegelkraft. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber ich hoffe doch. Verstärkung. Da dürfte ja die Karte nicht zerstört werden. Nein! Oh, das tut mir aber in der Seele weh. Das habe ich ehrlich nicht gewollt. Ich meine... So, ja, jetzt kommt mein kleiner Spitzenkrieger in den Kampf. Hast du wieder gar kein Gigo gelegt, Alter? Hör auf, hier das ganze Testament zu vertreten. Los, Gaga Gigo, greif an und aktiviere eine Fallenkarte. Ich wünsche, das wären Fallen. Und die mir dann... Ja! Vernichtend! Oh yeah, ich habe schon wieder nur Scheiße gezogen. Tja. Es ist halt scheiße, wenn man sein ganzes Deck auf ein schlechtes Ritualmonster auslegt. Ich habe nur auf das Ritualmonster ausgelegt. Das ist, ich ziehe aber nur Kacke, ne? Effekt, nur Effektmonster ja. 300, Defense 300 Angriff. Oh yeah. Rock'n'Roll. Also kannst du mal von die Sonne treten. Und der Submarine Droid ist ja auch nicht gerade ohne. Jetzt wo du sagst. Die Flaute. Oh, Edda, willst du mich verarschen? Willst du mich wirklich verarschen? Ja,
Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera und ich bin Thomas Gottschalk. Ich hab sie nur gerne, Alter. Du kannst eh, solange die Ausrüstungskarte da liegt, keine Kampfposition ändern. Das ist dir aber gesagt worden, ne? Jetzt habe ich nicht. Das heißt, Flip-Effekte, die können mich mal am Arsch lecken. Tja, und das zum Thema, ich spiele defensiv, ne? Es sind Offensivmonster im Haus. Übrigens, sobald du einen Monster angreifst, mir aktivierst du den Flip, du Volltrottel. Tja. Oh. Kennst du noch meine kleine Saugekoralle? Ey, OP. Nein, hab ich vergessen. Die ist genial. Jedes Mal, diese Karte kann Lebenspunkte direkt angreifen. Jedes Mal, wenn sie angreift, hat sie 1000 Angriffspunkte mehr. Das heißt, Sky is the limit für meinen kleinen Boa-See. Ey, ne, ohne Mist, man, die Karte ist so OP. Ist nicht verboten, ja, sag ich da. So OP. Das ist übelst mies. Wie gesagt, ne, also, ich meine, sie haben jetzt Wiedergeburt verboten, ich weiß, aber... Ich habe keine guten Karten gezogen, mit zwei Feinkarten. Tja, das ist aber doof, denn deine ganze Zone ist, voll. Richtig. Oh, mein, ein weiterer guter Freund von mir. Oh, da will er jetzt die Runde beenden hier. Ich hab schon wieder die Karte zurückgeschickt, wie vorhin auch. Da ist wohl jemand verflucht. Ist doch so ein verfluchter Ninja. Niemals. Oh, jetzt würde so eine Spiegelkraft extrem wehtun. Naja. Und nun bringen wir es zu Ende. Direkter Angriff. Oh, Trommelwirbel. Möchtest du die? Fick dich. Da hat sich's wohl ausgespielt für dich. Nein! Anstatt. Gut, dann starten wir jetzt die Luftoffensive. Ja, welche Karte soll ich wohl angreifen, du Idiot? Frag doch nicht so dumm nach. Oh, was kann der Clown denn? Naja, bringt aber nichts. Nö. Ich hab jetzt eh verloren. GG. Angriff. Ja! Das war's dann ja schon mit der ersten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja. Es gibt Gewinner und Verlierer im Leben. Und die nächste Folge, das wird ein Doppelduell. Gut, war schön. Leon und ich gegen zwei Leute. Ich hoffe doch, dass sie keine, ja, wie soll ich sagen? Nichts haben. Nee, die solche komischen Synchro-Decks, weil die sind einfach nur Assi. Naja, in dem Sinne, buenas noches, los. Yes, und goodbye, good night, fuck you, piss off. Und tschüss.